Der Klang der Nacht. Okay. Dieses Geräusch ist eine Art Qual. Ach so. Hören die anderen das auch? Oder ist das irgendein Test? Das war Test? Nur beim ersten Mal. Oh, mein Lieblingssalz. Zu langsam, du, okay. Ich habe mich nie für deine Hilfe mit dem Geräusch bedankt. Ach, nicht nötig. Ich helfe gern. Nicht so schnell. Das Geräusch ist zurück und die Kinder fragen wieder. Leitao, du hast gesagt, das Geräusch geht weg. Es ist zurück? Ich sehe noch mal nach. Am selben Ort? Ja, in den Hügeln. Aber nachts. Immer nur nachts. Ja. Was, wenn wir die Quelle diesmal nicht entdecken? Die Neugierde der Kinder ist unendlich. Sie umschwärmen mich wie King Lore, nur weniger flauschig und sehr ermüdend. Aber wenn wir Respekt erwarten, müssen wir ihnen auch zeigen, dass wir Respekt verdient haben. Hm. Oh, 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 oh. Oh. Ha, ha, ha. Hey, Digga, du sollst landen, nicht rumfliegen. Da. Gefunden, das gefunden. Geräusch. Da. Ah, wenn du gerade da bist. Ich war vorhin in der Höhle. Da waren so rote Dornen. Kann ich die später im Verlauf des Spiels noch irgendwie entfernen? Weil da bin ich nicht weitergekommen. Und auch so Astwurzeln, die geglüht haben, die haben mir Aua gemacht. Da bin ich dann nicht weitergekommen und bin wieder gegangen. Was ist das? Das scheint diesmal kein Radio zu sein. Oder Funkgerät. Oder Tablet oder was es war. Die machen Musik. Ne, die sollen einen das ein bisschen schwerer machen. Aber wenn es da Loot gibt, kommt man auch ran. Ah. Ja, da war wieder so ein rotes Blatt, wie bei der Ikran-Prüfung. Aber da waren keine Blütenblätter oder so zum Abschießen. Ist das Nilinyan? Na, Bassist in der Band? Dieser Ort ist tabu. Warum bist du hier? Die Kinder hören nachts seltsame Geräusche. Ihr Sarentu und eure schreckliche Neugier. Schlimmer als das Maul eines Thanatoren auf der Pirsch. Hey. Es ist dieses Instrument, ein Geschenk von einem Kamettiere-Musiker. Ich bin alt, aber das selbst Painting ich an der Wand spüre, kannst du einsammeln. Ah, ja. Dass die Neugier die aller Ananahe schwindet, auf so einem je tiefer schwebenden Berg. Wir in unseren Angelegenheiten okay. versinken. Deshalb habe ich mich mit diesem verstaubten Instrument daran erinnert, dass es außerhalb der Aranahe-Traditionen noch mehr gibt. Und meine Neugier angefacht. Albern. Warum im Geheimen? Ich weiß doch, was die Leute hinter meinem Rücken über mich sagen. Mhm. Nilnan, der spießige, streitsüchtige Älteste, der ständig meckert. Vielleicht ist das Rockstar. Meine Bestimmung. Ich packe das Instrument wieder weg. Denn ich konnte nur seltsame Geräusche erzeugen, die den Kindern Angst machen.
Du hast gesagt, dass die Neugier deiner Leute schwindet. Vielleicht könnte deine Neugier andere Leute inspirieren. Ja, so habe ich das noch nie betrachtet. Ich habe schon noch ein paar Tricks für sie auf Lager. Wenn ich jung und alt motivieren will, darf ich diese Seite von mir nicht verbergen. Natürlich, du hast absolut recht. Ich werde den Aranahä gleich diesen Aspekt von Nilnan zeigen. Wie benutze ich denn diese Körperbemalung? Kann ich die irgendwo auftragen oder so? Weil da habe ich noch keine Option gefunden. Also zumindest nicht bei Charakter. Wo nehmen wir gleich mal einen schönen Pilz mit. Der ist bestimmt sehr guten Zustand. Tadellos. Und nur gut. Naja. Okay, let's go. Ja, aber das geht nur im Heimatbaum oder im Hauptquartier. Ach so, okay. Oh, schon wieder helllichter Tag. Wie lange war ich da drin, Mann? Dem ich jagen war. Es macht mich stolz, ihm in den Wald zu folgen. Du bist zurück. Hast du diesmal Neuigkeiten? Nilnang macht diese Geräusche. Er übt ein neues Instrument. Von einem anderen Clan. Die Sarentu sind begnadete. Soll das eine Anspielung sein auf Nilnang, den Musiker? Aber das klingt zu fantastisch. Er will das Instrument meistern und es dem ganzen Clan vorführen, wenn er bereit ist. Oh, das war kein Scherz. Nilnang, diese Geräusche waren grauenhaft. So viel steht fest. Ich muss zugeben, dass mich seine Entschlossenheit beeindruckt. Vielleicht habe ich ihn zu schroff behandelt. Schon ein komischer Zufall. Jetzt können die Kinder ruhig schlafen. Und ich warte auf Nilnjans Unterhaltung. Das ist er doch. Ach. Ach. Noch ein Totem meines Clans. Ich brauche eine gute Sicht darauf. Ja. Gehen wir nochmal dahin. Weg kennen wir jetzt. Sind wir schon dreimal gelaufen. Oder viermal sogar. In der Hoffnung, dass sich da irgendwas ergibt. Aber war ja nicht so. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wo könnte das sein? Also hier unten ist das Ding, ne? Ja. Ja, hier sehe ich es halt nicht, ne? Und das ist halt das, was mich vorhin auch schon so verwirrt hat. Ja, weil hier zeigt er nur noch da und dann ist da halt aber nichts mehr. Warte mal. Okay, es regnet. Dachte eben schon, warum ist mein Arm so nass auf einmal? Vielleicht zum nächsten Pfeil. Ja, da ist keiner mehr. Zumindest habe ich keinen mehr gesehen.
hier vielleicht. Also hier bin ich gar nicht hin. Ach. Guck mal da. Ah. Oh, die Aussicht. Tja. Ich kann den Himmel fast berühren. Oder das Land aus einem anderen Winkel sehen. Dass ich da rumgekrabbelt bin, ne? Und gesucht hab. Wie wenn ich auf meine Ikran steige. Aber das Land unter mir bewegt sich nicht. Es ist still und ruhig. Tada! All die winzigen Details. Hat mein Clan das hier auch gespürt? Bestimmt, Digga. Oder so, ja. Ja, komm. Wir machen's cool. Oh, nee, halt. Jetzt. Ist das wie tief gut, kann ich denn fallen? Können wir ja mal testen. Wow. Ah, geil. Es ist schon verdammt hoch, oder? Also so richtig. Oh. Ich werde entdeckt. Ausgetrickst. Das wollten wir eigentlich machen. So, das Ding habe ich aktiviert. Aha, was macht ihr so nah am Sonnenscheintal-Labor? Hab da gerade einen gehört. Da hinten, oder? Da. Oh. Ihr Loser. Wow, wow, wow. Ich war der Meinung, ich habe dich getroffen. Da. In der Poppes. One-Shot? Ja, geil. Ja, tatsächlich denke ich, dass ich da gar nicht so weit von entfernt bin. Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber ich habe so das Gefühl. Es kann auch sein, dass das Spiel mir das so suggerieren will. Damit es nicht ganz so aussichtslos ist. Aber ja. Bin happy. Da. One shot. Hast du gesehen? Zack. Oh, ein totes irgendwas. Aber die Bestien werden mit dir stärker. Oh ja, okay.
Verstehe. Ja, ist auch gut so, ne? Oh, da hinten. Sonst ist man ja irgendwann overpowered. Und dann verliert man ja auch die Lust. Ja, wenn man zu stark ist. Boah. Digga. Voll erwischt. Aber voller Lotte. Hammerkopf heißt der. Oh. Ich habe genug erledigt. Andere Jäger können den Rest übernehmen. So, ein Zuhause bauen. Suche nach Daniela, um Yin Yong zu beruhigen. Daniela überwacht oft RDA-Einrichtungen im Weberkreis. Sie ging vom Hauptquartier des Widerstands nach Osten. Sie ist mit ihrem Rucksack losgezogen. Ja, ich wollte eigentlich heute Morgen schon anfangen zu streamen. Hab dann aber am anderen PC, ne? Hab ich mal das SimRig von der Xbox angeschlossen. Und hab Euro Truck Simulator drauf gemacht. Was ich halt früher gerne gespielt habe. Allein. Keine Spuren von anderen. Wohin gehen Sie denn nach? Hab dann, glaube ich, 5 oder 6 Stunden bin ich der LKW gefahren die ganze Zeit. Krass, ey. Dann habe ich zu Abend gegessen und dann habe ich hier gestartet. Ah, hier ist der Rucksack. Wenig Gepäck. Rationen. Ein schwacher Geruch, aber wahrnehmbar. Okay, mal gucken, nach was die Dame riecht. Aber da kann ich ohnehin nur außerhalb meiner Arbeitszeit helfen. Ja, klar. Kein Problem. Ja, ich habe heute Morgen und am Mittwoch Urlaub. Ja, bei uns ist hier eine Festigkeit. Kann man das so nennen? Also hier ist das größte Weinfest der Welt auf der anderen Straßenseite. Und da kommst du einfach nicht nach Hause. Da ist Stau, das kannst du dir nicht vorstellen. Da kommen so viele Menschen. Und da habe ich mir jetzt einfach mal freigenommen. Also morgen ist Feuerwerk. Dann ist das erste Wochenende zu Ende. Das kleine Feuerwerk. Und nächste Woche ist dann am Montag das Feuerwerk. Da habe ich auch nochmal Montag, Dienstag frei. Und dann ist das wieder rum. Treibt die sich rum? Ah, da habt ihr ja. Na, Danny? Was geht? Also gut, wie viel hat Jin dir erzählt? Er meinte, er hätte etwas Falsches angesprochen. Ja, genau. Völlig unpassender Zeitpunkt. Ja, er das ist der Anfang, gründen. Ne? Daneben müsste der Ausgang sein. Doch aus der Anlage. Ich konnte nur sehen, was sie euch angetan hatten. Was sie uns antun werden. Hab ich mir direkt Bist gedacht. Du deshalb hier draußen? Ja. Ich komme viel herum. Finde günstige Stellungen. Identifiziere mögliche Ziele. Ich versuche uns zu beschützen, falls das möglich ist. Viele hier haben keine Ahnung, wie schlimm es werden kann. Ich schon. Frag die gefangenen Tiere. Ich konnte sie nicht schmerzlos befreien. Wo waren sie? Nordwestlich vom HQ. Ah, ist der Eingang. Nicht hier? Wenn ich nur mehr tun könnte. Da oben. Ich mach das schon. Finde die gefangenen Wildtiere, die Daniela gesehen hat. Sie war nordwestlich der Haupt...
das Hauptquartier ist des Widerstands außerhalb der Webergangsinsel. Die Fallen befinden sich westlich der riesigen Steinsäule. Sie sind unterwegs zur Flusskreuzung des geflochtenen Flusses. Ja! Zweimal sieben Sorten. Wer redet da? Und warum hilfst du dem Vieh nicht? Danny, die Wildtiere sind sicher. Gut. Danny. Gut, dass wir uns trafen. Hab fast alle Energies durch. Wir fehlen nur eine Handvoll Specials. Ich schon lange mit niemandem darüber gesprochen habe. Okay, interessant. Interessant. Bin im Hauptquartier, am Eingang. Also ich habe keinen Creator-Code oder so, ne? Ich treffe dich da. Nur diese Werbepartnerschaft. Und ja, Holy ist dann halt eine bessere Alternative auf jeden Fall. Mal keine Chemie, kein Zucker. Aber der allgemeine Gebrauch von Energies. Du bist zurück. Nur kurz? Ist fraglich. Oder? Ist fraglich. Habe ich eine Wahl? Ich sorge für unsere Sicherheit. Früher habe ich Monster getrunken. Und die ohne Ende. Mannes. Ohne Ende. Vielleicht solltest du mit ihm reden. Vier, fünf Dosen pro Nacht und so. Dich aussprechen. Boah, übel. Er scheint dich ganz sehr zu lieben. Ganz früher in den 90ern. Flying Horse. Der Bulle, wenn ich geschmeckt habe, ich Flying Horse getrunken und so. Das, mich zu raffen. Jetzt hole ich mir ab und zu mal im Lidl gibt's auf Kong. Auf der Erde wuchs sich in einer harten Gegend. Kostet ungefähr auf, genauso viel wie Holy. Ne, so 89 Cent die Dose. Ich werde nie den Blick meiner Eltern vergessen. Eine große Dose, ne? Voll Wärme. Aber eigentlich will ich und Angst, so dass sie mich nicht beschützen weg von dem kann. Kram. Das Tier, das du befreit hast, wird diese Gefühle auch irgendwann erfahren. So weit denkt es wahrscheinlich nicht. Durch die Psyche so ein bisschen träge geworden. Es liegt in seiner geworden, Natur, so Nachkommen zu zeugen und zu beschützen. Grübelformat und so ein Kram. Denke ich. Und ja. Bei Energy Drinks, genauso wie bei Kaffee. Jin glaubt du kriegst an mich. Deinen Kick und fällst tiefer, als du vorher war. Ich habe Angst. Wenn du halt Probleme hast, dann fällt man halt noch tiefer. Und dann kriegt man der Arsch gar nicht mehr hoch. Reden. Das ist halt schlecht. Ich brauche das, um den Tag in der Arbeit zu überstehen.